Hallo ihr Lieben, heute nehme ich euch mit in 7 Minuten Yoga und eine Intention am Anfang. Und zwar hier am wunderbaren Meer in Rügen. Komm einfach mit, wenn du Lust hast, roll deine Matte aus und lass uns gleich anfangen. Komm im Sitzen an, schaukel ein wenig nach rechts und links und lehn dich mal in den rechten, mal den linken Oberschenkel rein. Schau, wo es dir besonders gut tut. Dich da rein zu lehnen, die Beine mit einer sanften kleinen Massage aufzuwecken. Und dann laufen die Hände in eine Vorbeuge. Lass dich hier einmal von der Einatmung angehoben werden, mit der Ausatmung wieder sinken. Die nächste Einatmung hebt dich, die Hände laufen nach hinten. Öffne dein Brustbein Richtung Himmel, atme ein paar Mal in die Schlüsselbeinregion rein. Und dann zentriere dich wieder, komm im Sitzen an, schließ deine Augen. Leg die linke Hand auf dein Brustbein und die rechte auf den unteren Bauch. Und spür ein paar Atemzüge lang, wie dein Atem kommt und geht. Wie er den Abstand zwischen deinen Händen vergrößert und wieder verkleinert. Entweder du bleibst hier oder lässt deine Hände auf die Oberschenkel sinken. Spür deinen Atem. Und dann such dir mal ein Gefühl aus, das du einladen möchtest, von dem du gern mehr in deinem Leben oder im heutigen Tag spüren möchtest. Lade dieses Gefühl ein, dich ganz anzufüllen, als könnte es deinen ganzen Körper durchströmen und anfüllen. Bleib hier noch 2 bis 3 tiefe Atemzüge. Und dann mit einer Einatmung kommen die Arme über die Seite nach oben, öffne deine Augen wieder. Ausatmend kommen die Hände auf dem Brustbein an. Lass den Atem hier einmal durch die Nase ein und durch den offenen Mund wieder ausströmen. Und dann laufen deine Hände nach vorn, komm in einen Vierfüßlerstand, Hände unter die Schultern, Knie unter die Hüftgelenke und räkel dich hier einfach mal durch. Du kannst die Schultern kreisen, die ganze Wirbelsäule ein bisschen tanzen lassen, weck deinen ganzen Körper auf, schau, ob dein Nacken noch ein bisschen freier und lockerer sich mitbewegen kann. Atme dabei weiter. Und wenn du magst, kannst du in diesem Räkeln ein paar Mal in den Katzenbuckel und dann wieder in den Pferderücken reingehen. Mit einer Ausatmung senk jetzt deine Knie, die Einatmung öffnet dein Brustbein, heraufschauender Hund, schau nach rechts und links über deine Schultern. Und dann stellen sich die Füße auf, eine Einatmung hebt dein Becken in deinen herabschauenden Hund. Einatmend hebt das rechte Bein. Ausatmend, lass es nach vorn durchtreten, tiefer Ausfallschritt. Die Einatmung hebt die rechte Hand nach oben. Ausatmend, komm wieder in die Mitte zurück, der hintere Fuß dreht sich mit der Ferse aus zum Boden. Einatmung, öffne deine linke Seite in dein Dreieck. 3 tiefe Atemzüge hier, die Einatmung dehnt dich aus. Die Ausatmung lässt dich ein wenig weicher werden. Ausatmend beug jetzt beide Knie und die linke Hand zieht dich nach hinten und oben in deinen zweiten Krieger. Dehn dich aus mit der Einatmung. Lass ausatmend deine Schultern schmelzen. Mach das 3-mal in deinem Tempo. Richte dich aus, als würdest du am Meer zum Horizont schauen. Eine Einatmung hebt dann die Arme nach oben. Ausatmend lass sie wieder sinken. Wiederhol das. Die Einatmung hebt dich ganz an. Die Ausatmung richtet dich aus zum Ziel in der Ferne. Einatmung hebt dich. Die Ausatmung lässt dich schmelzen. Jetzt kommt die linke Hand aufs hintere linke Bein. Rechte Seite wird ganz lang. Einatmen. Ausatmen, schmilzt nach vorn. Linke Seite wird lang. Atme hier rein in die linke Seite. Und dann dreh den Bauch wieder zum Boden. Die linke Hand fängt dich am Boden auf und der rechte Fuß tritt zurück in deinen Hund.
Tritt ein wenig nach rechts und links, lass dein Becken ganz weich schaukeln, den Nacken nochmal locker werden. Dann übertrag das Gewicht nach rechts. Eine Einatmung hebt das linke Bein an. Ausatmen, tritt der Fuß nach vorn durch. Schaukel hier so ein bisschen, tiefen Ausfallschritt. Eine Einatmung öffnet die linke Hand nach oben, den Twist. Ausatmen, komm zurück in die Mitte. Öffne zur anderen Seite, der hintere Fuß dreht sich aus, komm in dein Dreieck. Ausatmen, lass die Schultern schmelzen, weicher werden. Wiederhol das. Drei tiefe Atemzüge hier. Die Einatmung dehnt dich aus. Die Ausatmung lässt dich weicher werden. Einatmen, schieben die Füße in den Boden. Und dann ausatmen, beugen sich beide Knie. Die Hinterhand zieht dich nach oben. Komm in deinen zweiten Krieger. Drei tiefe Atemzüge. Richte dich aus zum Ziel des Kriegers in der Ferne. Die Einatmung dehnt dich aus. Die Ausatmung lässt die Schultern wieder sinken. Die nächste Einatmung hebt dich nochmal ganz nach oben. Ausatmend richte dich wieder aus zum Ziel in der Ferne. Wiederhol das noch zweimal in deinem Tempo. Lass dich gehoben, mitgenommen werden von der Einatmung. Richte dich ausatmend wieder zum Ziel in der Ferne aus. Und dann lehn dich nach hinten zum rechten Bein. Linke Seite wird lang. Einatmen. Mit der Ausatmung lehn dich nach vorn. Dann fängt dich die rechte Hand am Boden auf. Lehn dich in die Hand, sodass der linke Fuß zurücktreten kann in deinen Hund. Und lass auch diesen Hund wieder treten und sich räkeln. Die Hände laufen zurück in Richtung der Füße. Deine Vorbeuge. Einatmend roll dich hier auf. Die Arme heben sich nach oben. Ausatmend tauch wieder ab nach unten. Wiederhol das dreimal in deinem Tempo. Einatmung hebt dich. Ausatmung lässt dich schmelzen. Und dann laufen die Hände wieder zurück nach vorn in deinen Hund. Einatmung hebt dein Becken nach vorn. Lass die Knie mit der Ausatmung zum Boden sinken. Heraufschauender Hund. Einatmen hier. Und dann stell die Füße auf und das Becken hebt sich in den herabschauenden Hund. Übertrag das Gewicht wieder nach links. Eine Einatmung hebt das rechte Bein an. Ausatmen, tritt nach vorn durch. Die Einatmung trägt dich ganz nach oben. Hoher Ausfallschritt. Ausatmend wieder nach unten. Linke Hand fängt dich auf. Tritt zurück in deinen Hund. Linke Seite. Die Einatmung hebt das linke Bein. Ausatmen, tritt durch. Einatmung hebt dich. Hoher Ausfallschritt. Ausatmend wieder zum Boden zurück und dann tritt zurück in den Hund. Noch einmal so auf jeder Seite. Einatmend beiden heben, ausatmend durchtreten. Einatmend heben, ausatmend zum Boden. Einatmend lehn dich nach links, ausatmend tritt zurück. Einatmend linkes Bein heben, ausatmend durchtreten. Einatmung hebt dich ganz nach oben. Ausatmend rechte Hand fängt dich am Boden. Einatmend ausdehnen, ausatmend zurück in den herabschauenden Hund. Und noch einmal, lass dein Becken über oben nach vorn kommen, Knie sinken, heraufschauender Hund mit der Einatmung. Und ausatmend, lass das Becken nach hinten kommen, deine Stellung des Kindes, roll dir auf der Stirn kurz nach rechts und links. Und dann roll dich auf zum Sitzen. In deinen Fersensitz. Leg die linke Hand wieder aufs Brustbein, die rechte auf den unteren Bauch. Erinnere dich nochmal an das Gefühl, das du vorhin eingeladen hast. Lass es nochmal zu dir kommen. Eine Einatmung hebt die Arme über die Seite nach oben. Ausatmend sinken die Hände aufs Brustbein. Lass hier noch einmal den Atem durch die Nase kommen. Durch den offenen Mund wieder gehen. Und dann bedank dich bei dir selbst für diese kleine Praxis. Und dann hoffe ich, du fühlst dich wunderbar und kannst deine Intention, dein Gefühl mitnehmen in den Rest deines Tages. Bis ganz bald auf der Matte. Ich freue mich immer, dich wiederzusehen. Namaste. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere meinen Kanal und besuch mich auf www.tanzkörpertraining.de.
Dort kannst du dir auch kostenlos deinen Übungskalender zur 21-Tage-Yoga-Challenge herunterladen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns ganz bald auf der Matte wieder. Bis dahin!